Star Wars Outlaws ist jetzt auch bei Amazon Luna verfügbar. Ihr seht's hier, Luna Cloud Gaming, Star Wars Outlaws, jetzt spielen und das schauen wir uns an. Und damit herzlich willkommen hier bei Cloud Play, eurem Kanal rund um das Thema Gaming in der Cloud. Wir haben ja schon heute Nacht einen ausführlichen Test von Star Wars Outlaws auf dem Shadow PC durchgeführt. Link seht ihr in der Videobeschreibung. Und heute wollen wir uns noch einmal ganz kurz die Performance auf Amazon Luna angucken. Lucasfilm Games. Oh, wem geht's noch so, dass er da ein wohliger Schauer über den Rücken läuft bei der allein schon der Erwähnung des Namens? Und hier haben wir Star Wars Outlaws. Aber gehen wir mal durch die Einstellung durch. Und ich fange mal an bei Sprache und Untertiteln, Dialogsprache. Und da ist es erfreulich, dass ich hier die volle Auswahl habe zwischen Englisch, Französisch, Portugiesisch, Deutsch, Spanisch und Japanisch. Das war ja nicht immer so der Fall bei Amazon Luna. Und auch bei den UI-Sprachen könnt ihr hier im Prinzip euch nach Belieben, Lust und natürlich Laune austoben. Aber jetzt wird es spannend. Wir gehen zunächst in die Videoeinstellung. Da können wir einstellen den Kinomodus 21:9. Oder auch den Bildschirmfüllmodus, den klassischen 16:9 Modus. Wir wählen mal den Kinomodus. Framerate von Filmsequenzen, da hatten wir ja ein paar Bugs in der Version heute Morgen gesehen. Bei frei haben wir da durchaus Stuttering gehabt, bei fest capped er uns auf 30 FPS. Nvidia Reflex lassen wir ein, das verbessert unsere Latenz. Und hier unten sind jetzt die wichtigen Einstellungen, Upscaling Typ, DLSS. Wir lassen es für den Start mal aus, Upscaling-Modus aus und Upscaling-Qualität dadurch auch deaktiviert. Ray Reconstruction ist sehr, sehr rechenintensiv. Das führt dazu, dass eure Frames per Second sehr stark in den Keller gehen, erhöht natürlich aber die Bildqualität durch das Berechnen einzelner Raytracing-Strahlen. Und hier auch nochmal ganz spannend, Frame Generation ist nicht möglich, da man dazu eine Nvidia GTX 4000er Serie braucht. Aber was hier verbaut ist, ist eine Nvidia A10G. Das entspricht ungefähr einer RTX 3080. So, aber schauen wir mal in die Grafikeinstellung. Und auch hier starten wir mal mit den maximalen Settings Ultra, alles auf hoch. Hier Objektdetails auch maximal, Zerstörungsqualität, Spotlicht, Terrain-Tessellation und so weiter. Und hier auch nochmal ein wichtiger Punkt, Nvidia RTX Direct Lightning ist genauso wie die Frame Generation deaktiviert. Dafür reicht dann die GPU-Power nicht aus. So, und damit würde ich sagen, starten wir mal in unseren Test, Spiel fortsetzen und schauen mal, wie lange die Ladezeiten sind auf Amazon Luna und wie viel Frames per Second wir hier ohne DLSS und mit maximalen Ultra-Settings erreichen können. Und da sind wir in Makals Spielhölle auf Mirogana, einem ersten Stadtbezirk in der Open World, nachdem man das Tutorial durchgespielt hat. Und die soll uns auch gleich dazu dienen, um ein erstes Gefühl für die Frames per Second zu haben. Und was sehen wir da oben links? Mehr oder weniger erstaunlich, Ultra-Settings ohne DLSS, alles auf hoch, schafft die Luna-Hardware doch beachtliche 40 bis 50 Frames per Second. Und das ist vor allem deshalb beachtlich, weil es von den ersten Spielstunden eigentlich mit die rechenintensivste Umgebung war, die wir bisher so gefunden haben. Von daher Hut ab. Und auch die Info an euch, ihr könnt durchaus Star Wars Outlaws auf Ultra-Settings mit einer beachtlichen Framerate von immerhin 40 bis 50 FPS spielen. So, aber jetzt wollen wir mal schauen, was passiert mit den FPS, wenn wir das Ganze ein bisschen runterdrehen. Und dafür gehen wir auf Grafik und wählen einfach mal das andere Extrema, niedrig. Anwenden, okay.
Und schauen mal hier, sind wirklich die Einstellungen auf wenig, niedrig, kleine Auflösung und so weiter und so fort. Die Intensität der Bewegungsunschärfe passen wir noch an. Aber den Rest, die Filmkörnung, können wir auch nochmal ausmachen, damit wir mehr die Qualität der Grafik beurteilen können. Also jetzt sind wir auf niedrig unterwegs. Und überraschenderweise passiert gar nicht so viel mit den Frames. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Also auch hier kommen wir kaum über die 60 Frames per Second hinaus. Allerdings doch bei deutlich niedriger Grafikqualität. Hier seht ihr, wir haben so ein bisschen Texturflimmern drin. Die Grafikqualität ist reduziert. Sieht man vor allem an den Objektdetails, sieht man am Pop-in der Gegenstände in der Entfernung. Schaut mal hier. Also das ist schon beachtlich, und dass wir selbst mit niedrigen Einstellungen, hier links oben seht ihr es, nur auf 40 bis 50 FPS kommen. Und eventuell ein Indiz dafür, dass wir hier CPU limitiert sind. Das heißt, die Snowdrop Engine verbraucht einfach sehr viel an Rechenleistung für CPU-Berechnungen, sodass hier die DLSS-Einstellungen, die ja auf die GPU gehen, im Prinzip so gut wie keinen Unterschied machen. So, und jetzt könnte man ja sagen, na gut, aber was ist denn mit DLSS? Und auch hier, Einstellung, Video, DLSS, schalten wir mal auf fest. Und hier, Upscaling-Qualität, mal auf Performance, also wirklich die maximale Qualität, die wir mit DLSS rausholen können. Und schauen, was das mit den Frames macht. Wie gesagt, wir sind auf Low Settings hier. Nochmal kurz überprüfen, damit ich auch nichts Falsches erzähle. Grafik niedrig. Filmkörnung aus. Alles andere aus. DLSS auf Performance. Und selbst hier, ihr seht's, wir kommen nicht über die 60 Frames per Second hinaus. Na gut, was heißt das für uns im Endeffekt? Wir können im Prinzip als Luna-Kunde uns darauf einstellen, dass wir zwischen 40 und 60 Frames per Second erreichen und dass wir in dem Umkehrschluss auf alle Vorzüge der Ultra-Qualität kommen. Also Ultra an, Bewegungsunschärfe runter. Und dann könnt ihr ja gerne mal ein bisschen mit DLSS experimentieren, ob euch das was bringt. Ich empfehle euch mal, mit Qualität zu starten. Aber ihr seht auch, es hat einfach so gut wie keine Auswirkungen auf die Frames. Allerdings seid ihr natürlich mit Ultra-Einstellung in einer besseren Grafikqualität unterwegs. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein in unserem ganz kurzen Sneak Peek Video von Star Wars Outlaws hier auf Amazon Luna. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr mit der Performance zufrieden seid und wo ihr Star Wars Outlaws denn spielen werdet. Ihr seid hier bei Cloudplay, eurem Kanal rund um Gaming in der Cloud. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Wir freuen uns über jeden Besucher. Mein Name ist Sin Lied und ich wünsche euch noch viel Spaß und denkt daran, the cloud will be with you always.